Jetzt haben wir einen, der hat sich seinen Traum auch erfüllt, obwohl sein Vater ganz andere Pläne mit ihm hatte. Wenn es nach dem gegangen wäre, wäre Oliver Masucci heute Koch oder irgendwas in der Gastrobranche. Aber es kam anders. Für Oliver Masucci steht schon als Kind fest, dass er eines Tages Schauspieler werden will. Gegen den Willen seines Vaters und mit vielen Konflikten. Sein italienischer Papa Giuseppe nennt ihn deshalb scherzhaft Träumertänzer. Doch der Träumertänzer geht seinen Weg. Heute zählt Oliver Masucci zu den deutschen Topstars der Filmbranche. Nach Jahren als erfolgreicher Bühnendarsteller an den renommiertesten Theatern gelingt ihm 2015 mit dem Kinofilm Er ist wieder da der Durchbruch. Zahlreiche Filmrollen in preisgekrönten Produktionen folgen. Für Oliver Masucci ist ein Traum wahr geworden. Und der ist längst noch nicht vorbei. Als großer J.K. Rowling-Fan spielt er ab Ende Februar in Hamburg im Theater am Großmarkt Severus Snape in Harry Potter und das verwunschene Kind. Und so kehrt der Träumertänzer dahin zurück, wo alles anfing, auf die Theaterbühne und wird bestimmt auch dieses Mal das Publikum mit seiner Schauspielkunst verzaubern. Aber wie gekonnt, hallo Oliver nochmal, du auch den Zauberstab hältst. Wenn du einen Zauberspruch oder einen Fluch im wahren Leben tatsächlich umsetzen könntest, welcher wäre das? Axio. Das war? Das ist, glaube ich, wenn du was verloren hast, was dann wiederkommen soll. Ah. Ja. Warum das ist das so reizvoll für dich? Naja, weil du so viel, guck mal, die Brille hier, ne? Die, ja. Weißt du, ich habe davon mittlerweile 20 Stück und die liegen überall rum und ich verliere sie ständig, weil ich die sonst sehr gut sehen kann. Nur beim Lesen fällt's mir halt relativ schwer. Also aus rein praktischen Gründen? Ja, genau, aus praktischen Gründen, weil du alles immer verlegst. Ich habe auch schon, meine Mutter hat das auch schon gemacht, da habe ich sie ausgelacht, weil meine Mutter ihre Brille gesucht hat und sie selber auf der Stirn getragen hat oder sie anhatte. Das ist mir auch schon jetzt passiert. Ich habe gerade schon mit dir gesprochen darüber, dass man dich in wahnsinnig vielen Filmen sieht, auch Dark zum Beispiel, Riesenfan. Und dann machst du so Sachen wie Harry Potter, ne? Was reizt dich da dran? Ich bin in der Zauberwelt. Ich habe in Fantastic Beasts habe ich den Chef der ganzen Zauberwelt gespielt, Anton Vogel. Ja, ich gestern habe ich Matt Damon im Hotel getroffen, ja. Im Hotel Jerome. Ja, und abends kam ich nach Hause und Matt Damon sagte so, hey, great man, und ich sagte, great man. Hier, so unter den Greater, oh, great greater man, so ne, have a great time, so wie man das halt so sagt so. Und abends kam ich nach Hause und da standen Leute vom Hotel, ne? Und da dachte ich, guck mal, die ganzen Fans von Matt sind da. Und dann steige ich aus und dann standen die alle mit ihren Zauberstäben da, ja, und wollten die signiert bekommen. Und ich bin halt, das ist ein Riesen-Fandom, ja. die Harry Potter-Welt. Und ich habe mit Mads Mikkelsen am Set gestanden und Mads hat dann immer hier auf dem Zauberstab so Flöte gespielt und wir haben dann immer da so Sachen mitgemacht. Und der Mensch, der kommt und diese Dinger herstellt, und das ist ein Requisiteur, der hat so einen Alu-Koffer und da sind die Dinger drin, ja. Und da hat jeder so eine Form und dann gibt er dir das morgens beim Set, so gibt er dir das. Und sagt, take care. Und wenn du dann so damit so Sachen machst, der stirbt 1000 Tode. Ja? Weil das ist also alles total heilig. Ja. Und die Magical World, ich bin da halt drin und ich bin zum Set gegangen und da sind gerade eine Horde Zauberschüler rausgelaufen, ja? Weil die eine Szene gedreht haben vor meinem Set, die in Hogwarts spielte. So, und für mich gibt es die Magical World halt wirklich. Das ist halt real. Ja? So, also, du bist aber tatsächlich hier so ein Träumertänzer, wie dein Papa schon gesagt hat. Bist du einer schon immer gewesen. Ja, ich wollte aber im positiven Sinn. Ja, ich wollte dahin. Ich wollte meine Träume wahr werden lassen. Und dann, die sollten im Kino stattfinden. Und ich wollte an diese Orte, wo das spielt, an diese tollen Drehorte, ja, überall in der Welt rumfahren. Und dann auf der Leinwand das, was ich da auf der Leinwand sehe, da wollte ich gerne hin, da wollte ich sein. Aber du hast es deinen Kindern schon vorgelesen? Diese ja. Harry Potter Bücher alle, auch. Ja, alle. Wie finden die das denn, dass du abgelehnt hast, der große Leiter der Zauberschule zu sein, Albus Dumbledore, und dich für diesen etwas schmierigen Snape entschieden? Das habe ich sie gar nicht gefragt, das weiß ich nicht. Ich hoffe überhaupt, dass sie kommen. Die haben ja mittlerweile, sind meine Kinder, jetzt sind sie in der Pubertät und haben alle so wahnsinnig viel zu tun und haben so unglaublich viel Stress. Aber eine Tochter lebt in Hamburg, mein Sohn, die ist in Dublin auf einer Boarding School, die genauso aussieht wie Hogwarts im Übrigen. Und die laufen auch mit so Umhängen rum. Die haben da so Gowns, nennt sich das. Ja, der hat so ein Zaubergown. Ja, die Lehrer sagen, das ist gut, weil man kann viele schöne Sachen drunter verstecken. Bist du immer noch der größte Träumer in deiner Familie? Auch in deiner? Der konsequenteste. Das schreibe ich auch in meinem Buch. Ja, ja. Ich bin einer der konsequentesten Träumer, die ich kenne.
Wo kommt das her? Weil das Sein bestimmt das Bewusstsein. Und du musst dich halt frei machen von dem, was andere über dich denken und in welche Schubladen die dich stecken sollen, sondern du musst dir dein eigenes Leben erträumen. Und das musst du schaffen, indem du ganz, ganz fest daran glaubst, dann geht das alles. Dann kann man alles, alles, alles erreichen. Du musst es nur denken können. Aber alles, was du denken kannst, kann auch stattfinden. Wenn du, das klingt so schön und so einfach, aber wenn du doch dann Eltern hast, wie du ja auch gehabt hast, ne? Ein Papa, der dir gesagt hat, das wird nichts. Vergiss es, das mit dem Schauspielen. Und dann eben auch seelisch und körperlich auch brutal war. Ja, das war, das hat mich aber stark gemacht. Ja, das hat mich ja stark gemacht. Du willst ja kein Opfer sein. Du willst ja selber leben und dahin. Und du hast ein Challenge, ist ja gut, wenn du einen Widerstand hast. Mein Vater hat mir unglaublich viel Widerstand gegeben. Was hat er gesagt? Der hat zum Beispiel gesagt, hast du keinen Respekt? Ja, hast du keinen Respekt? Und ich hatte total Respekt. Er hat auch gesagt, bist du eine Träumer-Dancer? Hast du nur Flachsen im Kopf? Bist du unzuverlässig? Mein Sohn ist ein Angeber, ja? Aber er ist selber ein Angeber. Aber der spricht halt so ein herrlich schönes Italienisch, ja? So ein Italienisch-Deutsch. Und er hat mir einfach versucht, irgendwie, er wollte halt gern, der hat gesagt, Ollo, bist du meine Rente? Ja? Das hat er gesagt. Ich sollte da hinkommen und sollte sein Restaurant übernehmen und sollte seine Rente sein. Und ich habe gesagt, nein, ich bin nicht deine Rente, aber ich werde mir meine Rente dann selber erarbeiten in was anderem. Ich wollte halt, ich kann kochen, ich liebe das. Ich habe das auch geliebt, da im Restaurant zu sein und zu kochen und zu kellnern und die Leute zu bewirten. Aber irgendwann war es vorbei. Also ich hatte mir 20, 15 Jahre Gastronomie hinter mir. Und da wollte ich was Neues. Und ich saß halt immer gern im Kino. Dann bist und du abgehauen, ne? Du hast einen radikalen Schnitt gemacht. Ich bin nach Berlin. Naja, was heißt, ich wollte ja in die Welt. Und ich bin nach Berlin auf die Schauspielschule und vorher nach Amerika. Und dann hat er gesagt, es war sehr lustig, weil ich bin auf die Schauspielschule, da haben sich 1000 Leute beworben. Und mich, da haben sie 9 genommen. Ja? Da war ich so stolz, ja. So stolz. Und mich zurückgefahren nach Bonn. Da lag mein Vater auf dem Sofa, in das er sehr gerne reinschmilzt. So, ja. Und da sagte ich, du, die haben mich genommen. Da hat er gesagt, bist du ein Arschloch. Von mir kriegst du keine Pfennig. Was? Und dann habe ich ihm sein Auto geklaut. Der hatte 2 Mercedes. Schreibt das alles in dem Buch. Und bin mit diesem Mercedes nach Berlin gefahren, habe erst mal 3 Monate in einem alten 123er gelebt, so in so einem gelben Mercedes, ja, bis ich dann irgendwann ein Zimmer in der WG gefunden hatte. So, aber das war alles eine tolle Zeit gewesen, weil ich kann davon erzählen, es macht auch Spaß. Es war halt, ich musste mich durchboxen und dieses Durchboxen gegen den Widerstand gehen hat ja meinen eigenen Willen noch gestärkt. Also ich bin da total dankbar für, dass es so war, wie es war. Mhm. Was soll das denn? Und natürlich frage ich mich jetzt, wie mache ich das mit meinen Kindern? Weil denen geht es nicht besser. Mir geht es ja besser eigentlich als meinen Eltern jetzt was schon. Was machst ne? du? Wie machst du? Ja, ich muss denen auch Widerstand geben und die hassen mich dafür. Wirklich? Ja, man wird halt immer mehr wie seine Eltern dann. So, weißt du, ich will, dass meine Kinder auch sich Dinge erarbeiten. Ich will denen nicht einfach irgendwie ein iPhone in die Hand drücken. Ja, die sollen sich das selber erarbeiten. Die sollen wissen, was das bedeutet. Da sagst du auch, von mir kriegst du keine Pfennig. Von mir kriegst du gar nicht. Natürlich gebe ich es denen doch. Ne? Ja. Ich bin natürlich weicher. Ne? Aber, dann sagen die, das kannst du nicht machen oder so. Ja? Aber trotzdem ist der Widerstand, ich versuche immer diesen Widerstand noch herzustellen. Mhm. Das gelingt mir nicht so. Also ich muss es auch nicht so machen. Das wäre ja blöde, wenn du nichts lernst daraus. Aber meine Kinder sollen auch gucken, dass sie sich Sachen erarbeiten. Mhm. Dass nicht Dinge einfach so, weißt du, die sind halt so da. So. Die müssen ja den Wert der Sachen kennen. Ja, da sagst du was. Das ist auch immer mein ständiger Kampf. Und wahrscheinlich kennen das ganz, ganz viele Zuschauer auch. Ne? Wie viel gibst du? Wie viel lässt du die erarbeiten? Ab dem 29.02. Ich finde das ein schönes Ostergeschenk. Das kann man mal machen. Das müssen sich die Kinder nicht extra arbeiten. Kann man dich sehen als Snape in Harry Potter und das verwunschene Kind. Wir sind ganz, ganz froh und hören dir extrem gerne zu. Oliver Masucci. Wenn Sie irgendwas nicht gehört haben, wenn Sie noch was interessiert, hier dein Buch. Träumertänzer. Ja. Sehr, sehr schön. Schön, dass du da bist. Sehr gerne. Ich mache kurz eine Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann, oder von unseren Beiträgen. Dann könnt ihr die hier gucken oder ihr abonniert einfach unseren Kanal oder könnt noch am allerbesten links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf Join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.